Ich möchte euch in diesem Video ein paar Sachen zu den aktuell laufenden Online-Kursen erzählen, aber keine Angst, es dauert nicht lange. Im Moment gibt es ja keinen neuen Kurs, sondern ich ergänze vorhandene Kurse. Zum Beispiel den Kurs Kleine Projekte, den habe ich jetzt ergänzt mit diesen sogenannten schwebenden Regalen, die sind für unsere Küche gewesen. Die sind also unsichtbar an der Wand befestigt mit sogenannten Tablaträgern. Da zeige ich, wie die gebohrt und gefräst werden. Ein besonderes Highlight bei diesen Regalen ist aber die sogenannte Schweizer Kante, die auch noch um eine Rundung herum geht. Und das Ganze ohne aufwendigen Vorrichtungsbau, dafür aber mit ein bisschen Handarbeit. Ein, wie ich finde, sehr schönes Projekt, bei dem man sehen kann, dass man auch in so kleine, einfache Sachen richtig schöne Details wie diese Schweizer Kante einfließen lassen kann. Und dadurch wird auch so ein kleines Projekt was ganz Besonderes. Etwas ganz anderes hingegen ist das hier. Das ist eine Erweiterung zum Kurs Werkstatteinrichtung. Ihr seht ja schon, was das ist. Das sind Sortimentskästen, die werden hier eingeschoben, also ein Kleinteilemagazin. Kann man in jeder Werkstatt gut gebrauchen. Bei mir kommt es in den Hobbyraum. Und da zeige ich nicht nur, wie man jetzt dieses Werkzeugmagazin baut. Ich denke, das ist was, was viele gebrauchen können, aber nicht alle von meinen Kursteilnehmern. Deswegen probiere ich auch bei solchen Projekten immer gewisse Highlights mit einzubauen. Das Highlight hier dürfte sein, dass ich euch zeige, wie man solche gleichmäßigen Nuten macht. Ich zeige euch das zwar mit der Formatkreissäge und dem Verstellnuter, dann kommt der auch mal wieder bei einem Projekt zum Einsatz. Aber im Grunde geht es um das Prinzip, das dahinter steckt, mit Distanzklötzen und einer ganz bestimmten Reihenfolge, wie man diese Nuten hier macht, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Denn am Ende ist ja wirklich wichtig, dass diese Nuten hier in allen drei Teilen auf der gleichen Höhe sitzen. Die Mittelwand ist ja etwas kürzer als die beiden Seitenwände. Das muss natürlich berücksichtigt werden beim Fräsen, damit das nachher alles passt. Und das zeige ich euch, wie gesagt, in diesem Video. Es werden zwei Videos, in dem wird dieser Schrank hier gebaut, aber auch ein ähnlicher Schrank für solche Lagerkästen. Die sind auch ganz praktisch, wenn man sie wie Schubladen benutzt. Da kommen ähnliche Grundprinzipien nochmal zum Einsatz. Deswegen sind das zwei Videos für zwei Schränke, die sich so ein bisschen überschneiden. Wenn ihr jetzt keinen Verstellnuter habt oder kein Nutsägeblatt für die Formatkreissäge oder eure Tischkreissäge, dann könnt ihr dennoch das Grundprinzip, wie das hier gebaut ist, anwenden und das Ganze mit der handgeführten Oberfräse und dem Frästisch machen. Wenn man die grundlegende Vorgehensweise mal verstanden hat, ist es nämlich völlig egal, mit welcher Maschine man das macht. Und da lege ich ja bei meinen Kursen immer ziemlich viel Wert drauf, damit das eben nicht zu einseitig wird und nur mit einer bestimmten Maschine funktioniert. Ich will euch immer Techniken zeigen, die ihr von dem, was ich zeige, auf eure Werkstatteinrichtung so ein bisschen adaptieren könnt. Da kommt also diese Woche jetzt der erste Teil. Dann gibt es eine kurze Pause, denn auch die Kurswerkstatt muss mal Pause machen. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Teil, wo ich euch dann zeige, wie der hier fertig wird und wie der Schrank für die hier gebaut wird. Eine Woche Pause, für uns ist das mal ein bisschen Urlaub. Das bedeutet aber auch, dass in der Zeit keine Bestellungen vom Onlineshop versendet werden. Eure Bestellungen, wenn ihr die machen wollt, gehen natürlich nicht verloren. Die werden schnellstmöglich nach unserem Urlaub bearbeitet, aber eben nicht in der nächsten Woche. Das Gleiche gilt auch für Kursanmeldungen. Ihr könnt gerne schon einen Online-Kurs als Jahresabo buchen, wenn ihr wollt. Aber freigeschaltet wird der dann erst nach unserem Urlaub und natürlich ist er ab dieser Freischaltung dann ein Jahr gültig. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Kurs buchen wollt, damit ihr es nicht vergesst, könnt ihr das gerne machen. Euch geht da weder Geld verloren, noch wird euer Abo irgendwie ein paar Tage kürzer sein. Das ist aber also überhaupt kein Problem, könnt ihr gerne machen. Oder ihr wartet einfach ein paar Tage und macht das Abo dann. Ich blende euch hier mal ein, ab von wann bis wann die Kurswerkstatt geschlossen ist, dann könnt ihr selbst entscheiden, ob und wann ihr noch eine Bestellung macht und ob und wann ihr vielleicht sogar vorher noch ein Abo macht. Nach dem Urlaub wird es auch wieder kostenlose Videos geben. Entweder schaut ihr die auf YouTube oder auf Vimeo oder auf der Kurswerkstattseite. Ich verlinke euch sowohl die Kurswerkstattseite, da sind die neuen Videos nämlich immer im Blog. Und ich verlinke euch auch mal die Vimeo-Seite. Vielleicht wollt ihr auch mal woanders schauen als immer nur bei YouTube. Ja, und das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und habt viel Spaß in eurer Werkstatt.